28 Jahre alt. Hallo, ich bin Hanna, ich bin 25 Jahre alt und wir beide machen unseren Freiwilligendienst mit BZEF. Wir arbeiten in der Einsatzstelle La Pirinola Centro Formativo in Mexico City. Bei La Pirinola handelt es sich um eine Art Schule und Werkstatt in einem für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Hier nehmen ca. 20 Beschäftigte an den schulischen Angeboten sowie an den kreativen Workshops teil. Insgesamt gibt es 5 feste Tutoren, die vormittags den Unterricht begleiten. Und nachmittags sind dann noch 4 weitere Tutoren, die die Kreativworkshops leiten. Unsere Aufgabe bei La Pirinola ist es, den Unterricht zu begleiten und die Kreativworkshops zusätzlich zu unterstützen. Wir beide arbeiten jeden Tag etwa 4 Stunden, die eine von 10 bis 14 Uhr und dann die andere von 14 bis 18 Uhr. Und das wiederum wechselt sich jeden Tag ab. Außer freitags. Am Freitag gehen wir immer mit der gesamten Einsatzstelle in den Park und spielen dort Fußball. Genau, hier die Gegend, in der fühlen wir uns sehr, sehr sicher. Wir sind innerhalb von einer halben Stunde etwa bei der Arbeit, wohnen noch sehr, sehr zentral für Mexico City. Und zu Beginn unseres Freiwilligendienstes haben wir direkt an der Einsatzstelle gewohnt, insgesamt für einen Monat. Jedoch mussten wir leider aus Platzgründen dort ausziehen und haben jetzt eine eigene Wohnung zu zweit, in der wir jetzt seit circa einem Monat wohnen und uns auch sehr wohl fühlen. So, dass wir uns eben auch in unserer Freizeit immer sehr schnell mit den anderen Freiwilligen treffen können oder eben auch schon mit den ein oder anderen Personen, die wir hier kennengelernt haben. Warum würden wir die Einsatzstelle La Pirinola weiterempfehlen? Wir arbeiten super gerne bei La Pirinola. Wir wurden sehr herzlich empfangen, sowohl von den Beschäftigten als auch von dem gesamten Team. Es ist alles super familiär und macht trotz der Sprachbarrieren Spaß, dort zu arbeiten. Und wir haben einfach ganz La Pirinola lieb gewonnen. Genau. Beispielsweise machen wir auch sehr viel mit einer Arbeitskollegin, die wir mit der Zeit immer besser kennengelernt haben. Unter anderem machen wir mit ihr Ausflüge mit ihrer ganzen Family und haben dadurch auch sie und die Einsatzstelle sowie ihre Familie besser kennengelernt und Mexico City auch näher kennenlernen dürfen.